Wir haben beide gerade Bücher veröffentlicht. Freiheit oder Vater Staat. Wir haben die Wahl, was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. Und wenn man diese liest, wird sichtbar, es geht bei beiden um diesen Punkt, den man kurz Freiheit nennen kann. Und sie beide auch, wenn man ihre Geschichte ein bisschen kennt, haben ja es für sich immer auch verbracht. Unabhängig von den Strukturen, die sie prägten, in Universitäten, in politischen Strukturen, trotzdem ihren Weg, ihr Denken, ihr Herz auch dabei zu bewahren und trotz Widerständen, trotz Gegenkräften, sich treu zu bleiben, den Weg zu gehen. Und ich würde also einfach mal, um wieder zu uns zu kommen, Sie fragen, was hat Ihnen diese Kraft gegeben, diese innere Mut, innerlich frei zu bleiben und trotz der Widerstände, die eben organisierte Gesellschaften aufbringen, gegen alle, die versuchen, neu zu denken, andere Wege zu gehen, ja, sich treu zu bleiben, sich nicht anzupassen, sondern weiter das zu vertreten, was sie im Innersten für richtig und wichtig auch für andere halten. Also was war das, was ihnen diese Kraft gab? Das war mein Großvater und die Tatsache, dass meine Eltern während meiner ersten 5 Lebensjahre eigentlich keine Zeit hatten, um sich um mich zu kümmern. Dass ich in einer dörflichen Gemeinschaft mit anderen Kindern groß geworden bin, wo auch keine Erwachsenen dabei waren, die uns ständig vorgeschrieben hätten, was wir alles zu lernen haben. Und aus so einer Kindheit kommend, die dann vielleicht so ein bisschen dem Ideal gleicht, was die Afrikaner sagen, nämlich dass man, um gut groß zu werden, ein ganzes Dorf braucht, habe ich möglicherweise so viel Kraft geschöpft, dass es bis heute gereicht hat, mich allen Anpassungsversuchen zu widersetzen. Also für die der Großvater war bei mir auch wichtig, der sitzt auf jedem Schreibtisch, den ich habe, steht ein Bild von ihm. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass meine Eltern keine Zeit hatten, obwohl sie sehr beschäftigt waren. Das hing aber auch damit zusammen, dass ich relativ bald in einer Zeit gelebt habe, nämlich bin 30 geboren, also ab 35, 36 in einer Zeit gelebt haben, wo diese Art von Freiheit der Gestaltung immer schneller verschwunden ist. Als ich 10 Jahre alt war, gehörte es dazu, dass man als Jungvolk trainiert wurde und dann 4 Jahre später in der Hitlerjugend. Das war ja Gott sei Dank dann 45 zu Ende. Vorgestern war der Tag, an dem der Krieg zu Ende ging, der 8. Mai. Und dann bin ich nicht mehr bei meinen Eltern gewesen, weil wir uns trennen mussten durch die Deportation von Spobau, also aus Spobau in der Nähe von Halle, nach dem Westen. Und ich habe dann mal bei meinen Großeltern gelebt und bin relativ früh sehr selbstständig aufgewachsen. Ich hatte aber einen wundervollen Lehrer in der Schule, in die ich gegangen bin, der aus der Emigration zurückgekommen war und uns jungen Leuten die Möglichkeit gegeben hat, die Schule von innen her zu organisieren und eine Verfassung zu geben, und zwar unter Einbeziehung der Lehrer und deren Rechte und Pflichten. Das war eine ganz entscheidende Prägung. Und die zweite Prägung, die ich hatte, war, dass ich mit 19 ein Jahr in Amerika war, 49-50, auf einem hervorragenden College, einem presbyterianischen College, wo man genau die Erziehung bekommen hat, über die wir hier geredet haben, über die auch Sie gesprochen haben. Im Übrigen, was verhindert die Anpassung? Ja, ein bisschen ist es ja auch die Gnade des Herrn, dass man Fähigkeiten hat, die es einem erlauben, sich durchzusetzen. Die hat nicht jeder. Auch Fähigkeiten, die das Risiko beherrschbar machen, was damit verbunden ist, nicht konform zu sein. Also man muss sehr vorsichtig sein damit Standards. Es gibt viele Menschen, die brauchen Hilfe, damit sie sich nicht anpassen. Andere kriegen das alleine fertig. Außerdem, es ist nicht so, dass jemand, der sich nicht anpassen will, nicht kompromissfähig ist. Wenn sie nicht kompromissfähig sind, dann machen sie sich selbst das Leben schwer.
Es kommt darauf an, dass sie wissen, wo sie Kompromisse machen können und wo sie es nicht dürfen. Und jetzt, dann sind wir bei Kernüberzeugung. Ich kann nicht jede Überzeugung zu einer Kernüberzeugung erklären, vor mir hertragen, dann bin ich nicht mehr kommunikativ, dann bin ich nicht mehr integrierbar. Da werde ich ein Einzelgänger. Es gibt Menschen, die sich dabei wohlfühlen, aber in der Regel tun sie es nicht. Ich habe, Herr Kollege, bei Ihren Ausführungen mich immer gefragt, und da sollten wir vielleicht noch mal hinkommen, wer soll das machen? Es ist ja so, Sie haben am Anfang noch völlig zu Recht gesagt, es muss umgesetzt werden. Aber dann haben Sie eigentlich nicht mehr sehr viel über Umsetzung gesagt, sondern Sie haben eine ganz wesentliche, überhaupt unbestreitbar. Aber wie kann eine Kommune dafür sorgen, dass die Kinder in den formativen Jahren, also in den ersten formativen Jahren, mit den Fähigkeiten und Begabungen in die nächste Lebensphase gehen, von denen wir beide der Meinung sind, dass sie von zentraler Bedeutung sind. Also in unserer Familie achten wir eigentlich untereinander darauf, dass das funktioniert. In den fünf von den sechs Kindern, wir sind aus zwei Ehen, sind die zusammengewachsen, ist praktisch eine Familie. Die gucken auch gegenseitig, nicht, dass sie sich kontrollieren, aber sie fragen, können wir helfen, hast du Probleme? Dann kommt es, wenn man das Gefühl hat, der Junge braucht oder das Mädchen braucht eine besondere Ausbildung und sie können es selbst nicht stemmen, dann kommen sie zu den Großeltern oder zu anderen und sagen, könnt ihr mir helfen? Das sind alles scheinbar gleiche Dinge, aber sie vermitteln eine Geborgenheit, aus der Kraft erwächst. Und wenn diese Kinder mal, das bin ich ziemlich sicher, mal erwachsen sind, dann haben sie eine relativ hohe Sicherheit aus dieser Geborgenheit, die sie mitnehmen, und die können sie dann auch weitergeben. Wenn ich die selbst nicht erlebt habe, ist es sehr schwer, sie weiterzugeben. Und deshalb frage ich mich immer, ich finde, dass Ihre Beurteilung der gegenwärtigen Situation, was die Menschen angeht, zu pessimistisch ist. Ich erlebe unendlich viel in diesem Land, ich kenne das Land ja wirklich gut. Es gibt, glaube ich, keinen Ort über 4000 Einwohner, wo ich nicht war, und auch mehrfach. Und ich habe auch durch meine Frau, die so eine Art Ombudsfrau geworden ist, über 10 Jahre und länger, unglaublich viel Erfahrungen mitbekommen. Von Problemen, Schwierigkeiten, Rückschlägen, Verzweiflungen und so weiter. Und auf die Weise immer wieder gesehen, wo kann man, wir sind dann also eben, meine Frau vor allem, dahin, wo das Problem war, und haben mit dem Bürgermeister geredet oder mit der Schule oder anderen, sie sollten sich kümmern. Also wir brauchen Leute, die sich kümmern. Und das können Ältere sehr gut. Ein Großvater kann mit dem Enkel sehr viel besser umgehen als der Vater mit dem Sohn. Weil der Vater und der Sohn in einem Konkurrenzverhältnis stehen, aber kein Enkel kommt auf die Idee, dass ich mit ihm konkurriere. Sondern dann vertraut er sich auch anders an. Er ist auch nicht der Meinung, was dem Opa erzählt, das ist also weggeschlossen. Da kann es doch verlassen. Und ich benutze mein Wissen nicht zu pädagogischen Zwecken, was eine ganz wichtige Sache ist. Aber ich will das jetzt nicht vertiefen. Ich meine, wir sollten ein Stück noch in diesem Gespräch fragen, wo sind die Orte der Initiative, damit das passiert. Ja, ist eine Frage? Ja, das ist, ich glaube, dass wir noch einen Augenblickchen verharren sollten an dem Punkt, wer soll das machen. Weil ich glaube, es ist überhaupt nicht machbar. Oder wir müssen uns einigen, was wir eigentlich machen können. Weil möglicherweise leiden wir auch an einem Machbarkeitswahn. Was ich damit sagen will, ist, dass wir es hier mit selbstorganisierenden Systemen zu tun haben. Und diese selbstorganisierenden Systeme brauchen eigentlich nur bestimmte Rahmenbedingungen, in denen dann plötzlich bestimmte Entwicklungen möglich werden. Und was wir zu tun haben als Politiker oder vielleicht auch auf einer kommunalen Ebene ist, nicht den Menschen zu sagen, wie sie zu werden haben, was sie zu tun und zu lassen haben und sie dafür noch zu bewerten, sondern wir haben dafür zu sorgen, dass es gelingen kann. Man kann es nicht machen, man kann Bildung nicht machen, man kann Gesundheit nicht machen, man kann eine gute Partnerschaft nicht machen und einen guten Großvater auch nicht und ein gelingendes Leben auch nicht. Sondern diese hochkomplexen Prozesse, dafür haben wir im Deutschen dieses wunderbare Wort gelingen.
gelingen. Ja, ja. Es kann gelingen. So, und da fängt es jetzt an, interessant zu werden, weil zum Beispiel im angloamerikanischen Sprachgebrauch können die das nicht sagen. Die haben kein Wort für gelingen. Die müssen immer Success haben. Und wenn man selbst wenn man die fragt, wie es mit dem Kuchen ist, wo wir dann ja immer sagen, jetzt ist er aber gelungen, und dann sagen die, it's well done. Das heißt, die wollen es immer machen. Und insofern bietet dieses Beispiel sozusagen mit dem Gelingen auch eine Erinnerung daran, was wir tatsächlich machen können. Wir können den Kuchen nicht machen, dass er gelingt. Aber wir können die Rahmenbedingungen so setzen, dass Partnerschaften, Beziehungen, ein Leben, Gesundheit, Bildung gelingen. So, und jetzt die Frage, wer kann das machen? Das ist nicht von oben zu organisieren. Sie können ja nochmal bei den Rahmenbedingungen stehen bleiben. Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen nicht ausreichen. Sondern die Rahmenbedingungen müssen ausgefüllt werden. Und dieses Ausfüllen ist ja auch ein gruppendynamischer Prozess. Das sind ja nicht lauter Individuen, die jetzt diese Rahmenbedingungen ausfüllen können, sondern die Rahmenbedingungen sind ja da, dass gruppendynamische Prozesse stattfinden. Und diese gruppendynamischen Prozesse, das können Sie in jedem Kindergarten beobachten, die schaffen Hierarchien. Es ist nicht so, dass alle gleich sind, sondern einige haben große Initiativkraft und die anderen haben weniger große Initiativkraft. Und wenn Sie mal so 5-6-Jährige beobachten, so 6, 7 oder 8, die zusammen sind und spielen, dann dauert es nicht lange, da weiß ich ganz genau, wer das Sagen hat. Das bedeutet, ist nicht institutionell verfestigt. Aber jetzt muss in diesem Prozess Ermutigung stattfinden, Anerkennung, Motivation, damit er aufrechterhalten wird. Denn wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, auch das, was ich erzählt habe, solche Dinge in Gang zu setzen, werden wir viele Rückschläge haben. Und diese Rückschläge immer wieder aufzufangen, ist auch eine ganz wichtige Aufgabe der Gemeinschaft, in der diese Prozesse stattfinden. Rahmenbedingungen habe ich ja erwähnt. Mehr Ermessensspielraum, mehr Ermessensfreiheit, weniger Kontrolle von oben. Also alle die Elemente, die im Subsidiaritätsprinzip sind. Nee, das sind, glaube ich, gar nicht die Rahmenbedingungen, die ich meine. Also die wichtigste Rahmenbedingung wäre, dass man Menschen nochmal einlädt, ermutigt und inspiriert, die erfahren. Schulen, Politiker, Medien. Wir uns gegenseitig. Aber die Politiker müssen auch eingeladen werden, Herr Kollege. Die sind in der gleichen Situation wie das, was Sie gerade beschreiben. Ja, aber Sie können das doch nicht machen. Sie müssen den Menschen, eine Gelegenheit geben, die Erfahrung zu machen. Und diese Erfahrung haben viele heute nicht mehr gemacht. Wie schön es ist, wenn man gemeinsam etwas betrachten kann, etwas entdecken kann, etwas gestalten kann. Oder noch schöner, wie schön es ist, wenn man sich gemeinsam um was kümmern kann. Ja, aber verzeihen Sie, ich bin jetzt etwas hartnäckig. Ich möchte gerne das praktischer sehen. Also die Politiker können sowas nicht. Natürlich, die können das. Nein, das stimmt nicht. Also es gibt ein Beispiel, nur damit wir das sozusagen auch bringen. Diese Einrichtung der Mehrgenerationenhäuser war eine politische Großtat. Es war nicht vorgeschrieben, was da drin passieren sollte. Es ist eine politische Maßnahme umgesetzt worden. Gemeinden bekamen die Gelegenheit, mit staatlichen Mitteln ein Haus zu bauen, in dem etwas gelingen konnte. Und in den meisten dieser Häuser ist es gelungen. Keiner hat vorgeschrieben, was da drin war. Das ist ja richtig. In der Realität gibt es 3-Generationen-Verhältnisse en masse ohne Generationenhäuser. Das ist doch nicht so, dass ich ein 3-Generationen-Haus brauche, damit Großvater, Vater und Sohn unter einem Dach leben. Das gibt es überall. Es gibt viele, 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 viel mehr Selbstständigkeit. Aber auch da wieder den Einwand, es ist, glaube ich, nicht so günstig, wenn 3 Generationen unter einem Dach leben. Ja, aber das 3-Generationen-Haus macht das doch gerade. Ja, aber das sind 3 Blutsgenerationen unter einem Dach. Da wohnen ja in einer solchen Familie Eltern, Großeltern und Kinder miteinander. Dann bleibt sozusagen da die